Moin und herzlich willkommen zu diesem weiteren und neuen Video hier auf dem Kanal. Es ist Dein Rohr, meine Bearbeitung, Folge Nummer 13. Folge Nummer 13, nachdem es ja vor Folge 12 relativ lange keine Folgen gab, folgt jetzt auf Folge 12 relativ zeitnah auch die Nummer 13. Und in diesem Fall ist es ein Foto von Reinhard Bügemanns Camper und der Reinhard, der hat in Schottland fotografiert. Woher weiß ich das sogar genau? Ich kenne das Bild, ich kenne die Location, ich kenne die Bedingungen, die vor Ort geherrscht haben, denn Reinhard war zusammen mit seiner Frau mit auf einer der Schottland-Fotoreisen und zwar 2019. Warum nicht 2020? Du hast so eine Idee. Und ja, das Foto hat Reinhard zur Bildbesprechung eingereicht und ich habe gesagt, Reinhard, schick mir das doch mal, ich gucke mal, was wir daraus machen können. Und zwar so, dass es nicht total unnatürlich aussieht, aber dass wir einfach mehr Farbe, Licht, Helligkeit und so weiter in das Bild bringen. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir direkt nach dem Intro. Ich lese schon die Kommentare unter diesem Video und deswegen nehme ich ganz kurz dazu Stellung. Viele von euch wissen das wahrscheinlich, es gibt auf YouTube einen weiteren Kanal von mir. Der Kanal ist relativ neu und beschäftigt sich mit Technik. Und das ist nicht nur Apple-Technik, auch wenn hier im Moment nur Apple-Technik dreht. Es gibt auch schon das eine oder andere Video zu dem, was ihr hier seht, heißt zum iPad Air und zum Mac Mini M1. Und da folgt auch noch einiges und gleichzeitig gibt es aber auch weitere Technikvideos auf dem Kanal. Ich würde mich super, super freuen, wenn der eine oder andere von hier, von diesem Kanal damit rüber switcht. Ich habe euch das Ganze mal in der Videobeschreibung verlinkt. Super gern dem Link folgen und einfach da drüben auch vorbeischauen. Das hilft bei YouTube natürlich, wenn wir die Kanäle so ein bisschen miteinander vernetzen. Jetzt gucken wir uns in meinem Lightroom die Bearbeitung von Reinhards Bild an und dann sehen wir uns hier zum Ende nochmal kurz wieder. Reinhard, schauen wir uns dein Foto mal genauer an. Dann sehen wir, dass es ein recht breit gespreiztes Histogramm hier oben hat. Das heißt, wir haben sehr viel im hellen Bereich und wir haben auch einen relativ großen dunklen Bereich. Der dunkle Bereich, was ist das? Genau, das ist der Vordergrund hier, der so U-förmig hier im Vordergrund liegt mit den Wiesen und Berghängen. Und der helle Bereich, klar, das ist der Bereich, wo die Wolken sind, und zwar besonders die hellen Wolken, die im Himmel zu sehen sind. Ich drücke auch in deinem Fall jetzt hier einmal schnell auf Automatik, um zu gucken, was macht Lightroom eigentlich daraus. Und wenn wir uns jetzt Lightroom angucken, dann sehen wir, dass Lightroom insgesamt das Bild ein bisschen unterbelichtet. Das so der richtige Weg ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Die Lichter stark runterzieht, die Tiefen nur ein wenig aufhält und ja, und so ein bisschen an dem Rest arbeitet. Da gehe ich jetzt mal auf Zurücksetzen und starte mal ganz von vorne. Ich würde mich an der Belichtung tatsächlich wahrscheinlich nichts machen. Das gucken wir uns aber gleich nochmal genau an. Ich würde als erstes mal gucken, was ist mit den Tiefen möglich. Und da sehen wir, oh, in den Tiefen ist jede Menge Informationen drin. Jede Menge Informationen. Und jetzt gucken wir, was ist in den Lichtern möglich. Okay, in den Lichtern ist auch eine ganze Menge an Informationen drin. Und die Lichter werden wir auch sehr weit runterziehen müssen. Das seht ihr auch hier. Und das ist auch noch so, dass es hier im Bereich quasi keine Tonwertabrisse gibt. Das wirkt so ein ganz kleines bisschen so, vielleicht müssen wir ein bisschen noch zurückgehen, aber ne, ich glaube, man kann da ganz rangehen. So, jetzt brauchen die Tiefen aber nicht so stark aufgehellt werden, wie man hier sieht. Zumindest nicht, wenn wir dabei bleiben. Ich nehme die Belichtung ein bisschen runter, einfach um zu gucken, was geht am Himmel noch. Ah, guck mal hier, jetzt kriegen wir richtig schön eine Himmelstruktur rein, wenn wir da sehr weit unter belichten. Und dann ziehen wir hier die Tiefen wieder ein bisschen gegen an hoch. So würde ich sagen, sind wir auf einem ganz guten Weg. Schwarz- und Weißregler einmal schnell setzen, Alt-Taste, Optionstaste am Mac drücken und gucken, wo müssen wir hin. So, schwarz ist da und das ist auch gut so. Weiß, und mal gucken, wie viel Abstand wir noch bis weiß haben. Ah, komm mal hier, da wird es erst ausbrennen. So, da gehen wir nicht ganz so weit nach oben, so, weil das für die Kontrastanmutung des Bildes nicht ganz so wichtig ist wie schwarz. Jetzt bauen wir hier ein bisschen Dynamik rein, so, dass wir noch ein bisschen Farbe in den Himmel bekommen. Und dann würde ich sagen, sind wir auf einem ganz guten Weg, abgesehen vielleicht vom globalen Weißabgleich, der jetzt ein bisschen kühl aussieht. Den, denke ich, können wir noch ein ganz klein wenig Richtung wärmer schieben. So würde ich sagen, sieht auf dem Vordergrund ganz gut aus. Jetzt ist der Himmel ein kleines bisschen zu warm geworden. Da kümmern wir uns jetzt nochmal separat drum. Dazu maskieren wir uns den Himmel. Ich drücke mal die Taste O für das Overlay, um das besser sehen zu können. Warte mal, hier schalten wir mal die hier automatisch maskieren mal kurz aus, damit wir hier den oberen Bereich entspannt voll maskieren können. So.
und damit auch ja alle getroffen sind. Jetzt schalten wir automatisch Maskieren wieder ein, machen die Maske sehr viel kleiner, zoomen hier rauf, so, und gehen mal hier an der Bergkante nochmal entlang. So, das macht ihr bei euren Bildern so ordentlich, dass ihr euch richtig Zeit dafür nehmt. Hier mache ich das mal, ich will nicht sagen grob, das stimmt nicht, aber ich gebe mir jetzt nicht bei jedem einzelnen Wolkenschnipsel hier unten nochmal separat extra Mühe. So. Da würdet ihr jetzt bei euch zu Hause nochmal separat raufgehen und gucken, dass das, was beim automatischen Maskieren nicht mit erfasst wurde, dass das nachträglich mit erledigt wird. So. Und jetzt nehmen wir den Overlay raus. Und jetzt können wir nämlich hier am Weißabgleich nochmal ein bisschen rumfrickeln. So, das nämlich hier wieder ein bisschen Richtung Kalt ziehen. So, kann auch mal gucken, ob wir mit dem Kontrast da oben noch ein bisschen was regeln können. Ja, oder wir gucken mal, was der Dunstentfernregler uns zur Verfügung stellt für die Wolkenstruktur. Guck mal hier, so, jetzt kriegen wir richtig schöne Plastizität in die Wolken, was sehr schön ist und vielleicht auch so sein sollte. Das gefällt mir schon mal recht gut, sage ich mal. So, jetzt kann man darüber nachdenken, ob wir hier unten auf den Berghängen noch so eine Art, ich sag mal, Weißabgleichs-Dodge-and-Burn machen. Also, indem wir vielleicht hier mal das Radialfilter-Werkzeug so ein bisschen ellipsenförmig benutzen und einmal gucken, ob wir hier, guck mal, hier ist so ein schöner Berg. So eine Spitze von so einem Hügelchen. Wenn wir jetzt hier ein bisschen mehr Sonne und Licht drauf geben, kommt mal hier so, dann kriegen wir da natürlich erstmal schon mal ein wenig Farbe hin. Jetzt duplizieren wir uns den. Ich weiß gesagt, kann so bleiben. So, und nehmen uns den auch noch auf andere Stellen. Einfach um ein wenig für Farbe zu sorgen. Und wie stark ihr das wollt oder wie wenig stark, das könnt ihr super am besten selbst entscheiden. Da kann man natürlich hier auch mit der Belichtung noch ein bisschen höher gehen und es heller machen, aber ich würde es nicht zu sehr übertreiben, weil das fällt natürlich sonst auch auf. Hier unten aus der Ecke, würde ich sagen, können wir auch noch so ein bisschen gegenarbeiten. Da gilt dasselbe, ein bisschen die Belichtung nach oben nehmen, so ein bisschen Licht reinbringen, ein bisschen gelb. So sind wir hier schon mal, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ja, dann würde ich hier tatsächlich auch hier einmal sauber ausmaskieren, was den Schärfenprozess betrifft. Es ist mit ISO 200 fotografiert, das heißt normalerweise würde ich sagen, man braucht kein Luminanzrauschen entfernen. Das ist hier auch nicht nötig. Ich nehme die Maske hier nochmal raus, damit ihr seht, wie das mit dem Rauschen aussieht. Ja, das schadet sicher nicht, wenn wir beim Nachschärfen dafür sorgen, dass auf den glatten Flächen eben nicht nachgeschärft wird und damit da das Rauschen nicht so zutage trifft. Und jetzt würde ich sagen, sind wir ja bei diesem Foto ziemlich am Ende. Jetzt könnte man noch einen riesen Hokuspokus machen und künstliche Sonne mit Flares ins Bild ziehen und weiß der Geier was. Also beispielsweise so eine Lichtrichtung bestimmen. Ich versuche euch das hier nochmal zu zeigen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. So, ich ziehe mal hier so einen sehr breiten Verlaufsfilter rein. Wenn wir jetzt hier mit der Belichtung nach oben gehen, so, dann hier Sonnenlicht anknipsen, so, und jetzt hier Dunst hinzufügen. So, ja, dann können wir eben darüber noch so ein bisschen Lichtrichtung geben, obwohl ja offensichtlich wenig Licht da gewesen ist. Ja? Ich drücke mal hier Y, um ein Gefühl dafür zu bekommen. So sieht jetzt das Vorher-Nachher aus. Ich finde, das Bild hat tatsächlich gewonnen und das mit doch sehr, sehr wenig Bearbeitung. Natürlich könnte man noch die Klarheit auf dem Hang mehr rausholen oder da an den Kontrasten noch weiter arbeiten, dass das noch so ein bisschen knackiger und brillanter wirkt. Aber so, finde ich, sieht es mehr nach Schottland aus und nach so ein bisschen freundlich als in der Ursprungsvariante. Reinhard, ganz, ganz lieben Dank, dass du mir das Foto zur Verfügung gestellt hast. Du hast gesehen, ich habe gar nicht so viel gemacht. Ich habe auch nicht den ganz riesigen Aufwand betrieben. Und trotzdem glaube ich, dass das Ergebnis das ganze Foto nochmal ein Stück nach vorne gebracht hat. Und ich sage es ja immer wieder, es lohnt sich immer, wenn ein Foto von euch bearbeitet werden soll, weil ihr es gut findet, dann investiert die 5 Minuten Liebe, die es verdient hat. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Geht raus fotografieren, soweit das möglich ist, soweit ihr das könnt und soweit ihr es eure Kapazitäten zulassen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns möglichst zeitnah hier oder auf dem anderen Kanal wieder. Macht es gut und bis dann. Ciao.